Der Kanton Aargau und das deutsche Bundesland Baden-Württemberg teilen sich eine Grenze von 72 Kilometern. Die Grenze wirkt im Alltag nicht trennend. Man kann hier mehr von einem funktionalen Lebens- und Wirtschaftsraum reden. Das sieht man beispielsweise darin, dass rund 15'000 Grenzgängerinnen und Grenzgänger ihre Tätigkeit im Kanton Aargau nachgehen. Die meisten kommen aus Deutschland. Oder beispielsweise die Unternehmen im Kanton Aargau exportieren jährlich Dienstleistungen und Güter von 3 Milliarden Franken nach Deutschland. Und in der Grenzregion gibt es auch einen sehr regen kulturellen Austausch. Darum setzt sich die Regierung des Kantons Aargau für eine gute, stabile und nachhaltige Beziehung zum deutschen Grenzgebiet ein. Zuständigkeit für die Außenpolitik liegt bekanntlich beim Bund. Im Rahmen der sogenannten kleinen Außenpolitik haben aber die Grenzkantone die Möglichkeit, direkte Beziehungen zu den Grenzregionen zu pflegen. Das macht der Kanton Aargau sehr aktiv. Einerseits sind wir bei den Interreg-Programmen dabei, bei verschiedenen Interreg-Programmen. Das sind Programme, wo der Bund, verschiedene Kantone und aber auch Grenzregionen von anderen Ländern zusammenarbeiten. Und zwar vor allem bei den Themen Landwirtschaft, Verkehr, Kultur oder auch Gesundheit. Für den Kanton Aargau ist ein regelmäßiger, periodischer Austausch mit den politischen Verantwortlichen von verschiedenen deutschen Ebenen auch wichtig, sei es mit der Bundesregierung, sei es mit der Landesregierung in Baden-Württemberg, mit dem Regierungspräsidium Freiburg und selbstverständlich auch mit den politisch Verantwortlichen von den angrenzenden Landkreisen Waldshut und Lörrach. Und was wir auch institutionalisiert haben mit Deutschland, ist Demokratiekonferenz. Der enge Austausch mit Baden-Württemberg hat uns zu dieser Idee geführt, den Kanton Aargau als eine der Wiegen der Demokratie, als Standort vom Universitären Zentrum für Demokratie, hat hier eine besondere Mitverantwortung zum Demokratie weiterentwickeln. Demokratie hat verschiedene Ausprägungen und zum Verständnis fördern für die diversen Ausprägungen und eben das Ganze weiterentwickeln, haben wir die Demokratiekonferenz ins Leben gerufen, zusammen mit Baden-Württemberg. Wir haben den Austausch alle zwei Jahre, alternierend einmal in Baden-Württemberg, das andere Mal im Kanton Aargau. Und die nächste Demokratiekonferenz findet im November 2025 da wieder in Aargau statt.